Ja, liebe Zuschauer, ich stehe hier vor dem Karnak-Tempel. Diese ist die größte Anlage Ägyptens und natürlich auch die gewaltigste. Er wurde im Jahre 2100 vor Christus erbaut und dem großen König der Götter Amun-Re gewidmet und natürlich auch geschenkt. Circa 81.322 Menschen lebten und arbeiteten hier. Muss man sich das mal vorstellen, wie groß überhaupt die ganze Anlage ist. Über 1000 Jahre lang übertrafen sich die Pharaonen darin, den Tempel noch größer und noch prächtiger erscheinen zu lassen. Setos I. und Ramses II. Trieben diesen Wettstreit mit dem gewaltigen Säulensaal auf die Spitze. ...134 Säulen stehen hier in 16 Reihen Spalier. Die größten ragen 21 Meter hoch in den Himmel. Hat man den Säulensaal von Westen her durchquert, baut sich ein mächtiger Obelisk vor dem Betrachter auf. Er stellte im alten Ägypten die Verbindung zwischen dem Irdischen und dem Göttlichen her.